Du suchst nach einer guten Investitionsmöglichkeit oder siehst deine persönliche Zukunft in Dubai? Oder du suchst einen Rückzugsort in Dubai, an dem du dem Alltag in Deutschland entfliehen kannst und Luxus, Palmen und Strand in einer einzigartigen Atmosphäre genießen kannst. Hi, mein Name ist Angelika. Und ich bin Lilly. Wir sind die Real Estate Blondies und helfen Investoren und Endverbrauchern, die perfekte Immobilie in Dubai zu finden. Wenn man alle Risiken zusammenfasst, die beim Kauf einer Immobilie in Dubai entstehen können, würde ich einfach sagen, dass die meisten Leute in dem riesigen Immobilienmarkt von Dubai verloren gehen. Wenn man nach Dubai kommt, die Metropole ist riesig hier, man weiß nicht wohin, es ist einfach alles auf Englisch, man kommt sich verloren vor. Alleine schon aufgrund der Sprachbarriere, die man manchmal hat mit den Menschen, die halt nicht Deutsch sprechen können. Und die Gegebenheiten in Dubai sind halt gänzlich anders als das, was wir in Deutschland gewohnt sind. Also natürlich erstmal die Frage, okay, welche Immobilien sind überhaupt interessant für uns? Welche Stadtteile sind überhaupt interessant für uns? Und dann wirst du auf einmal dann auch überschwemmt an Informationen von verschiedenen Maklern und verschiedenen Unternehmen dort. So the biggest problem I faced in Dubai was that many people tried to sell me something I didn't like. Many people are trying to sell me the property that doesn't exist yet, and this was something very dodgy. So with coming to the country, there is such a big melting pot, you have to really pay attention with who you work with. Deshalb ist es an erster Stelle extrem wichtig, die Wahl für den Immobilienmakler richtig zu treffen und dann eben auch das Fundament für einen erfolgreichen Start für die eigene Immobilieninvestition richtig zu legen. Dubai ist gerade in den letzten Jahren ein extremer Touristenmagnet geworden, einfach aufgrund des rasanten Wachstums der Stadt, und es ist auch weltweit gesehen ein absoluter Dreh- und Angelpunkt. Dubai hat sich einfach zum Ziel gesetzt, die lebenswerteste Stadt der Welt zu werden, und das fühlt man einfach, wenn man in Dubai ist. Der Kern unserer Arbeit liegt besonders in der Rundumbetreuung des Kunden, sprich wirklich vom Erstgespräch bis hin zum Abschluss des Immobilienkaufes und auch noch darüber hinaus. Das Blondie-Konzept setzt sich aus folgenden Punkten zusammen. In Punkt 1 sammeln wir alle wichtigen Informationen, um dann eben wiederum in Punkt 2 die passende und maßgeschneiderte Immobilie für den Kunden selbst auszuwählen. Die Immobilien sind alle vorab von uns geprüft worden. Wir achten auf hochqualitative Materialien, zuverlässige Bauträger. Und dann in Punkt 3 führen wir dann eine Besichtigung vor Ort durch oder eben auch über einen Videocall. Und im letzten Schritt, Schritt Nummer 4, entscheidet sich der Kunde letztendlich für seine Wunschimmobilie, und selbstverständlich unterstützen wir unsere Kunden auch bei weiteren Angelegenheiten, wie beispielsweise Finanzierungen. Im Nachgang kann ich nur sagen, man fühlt sich wirklich bei den Blondies richtig, richtig gut aufgehoben. Man hat ein richtig gutes Gefühl, wenn man vom Flughafen aus schon begrüßt wird, bis hin die Besichtigungen und auch die Abwicklung, alles was administrativ erledigt werden muss, wunderbar. Erstaunlicherweise einfach. Also ich dachte nicht, dass es so einfach ist. Ich dachte, es gibt viel mehr Dinge, die man noch machen muss. Aber doch, es ging sehr reibungslos. They really showed us how to be the real example of the real estate consultant in Dubai. All their clients are very well informed about the projects in Dubai. Auch wenn ich nur um die Uhrzeit 5 Minuten Zeit hatte, haben wir dann trotzdem noch einen Besichtigungstermin gemacht. Ich kann das einfach nur empfehlen, egal wer nach Dubai zieht, kann jederzeit bei Lilly und Geli sich melden. Die werden wirklich alles dafür tun, dass ihr ein schönes Zuhause bekommt. Super sympathische und authentische Immobilienmakler, die dir auf jeden Fall den Markt so vorstellen, wie er auch de facto ist und nicht so, wie er sein könnte, wenn man sich den wünschen würde. With their help and with their network, it just all clicked together like one piece and just worked smoothly. So I'm glad to say that I'm one of the luckiest that comes to Dubai, and at the first impression I didn't have any problems with anything. Und wenn du wissen willst, wie wir dein Vorhaben und viele weitere Vorteile für dich ermöglichen, dann trag dich doch jetzt gerne für ein erstes Beratungsgespräch ein. Wir freuen uns darauf, dich und dein Vorhaben kennenzulernen. Deine Lilly und deine Angelika von den Real Estate Blondies.